In den 1950er Jahren brauchte ein Flugzeug von London bis nach New York etwa 13 Stunden. Heutzutage dauert die gleiche Strecke 7 Stunden. Die Flugzeit hat sich also fast halbiert. Aber was ist, wenn ich euch sage, dass man 1976 nur 3 Stunden für diesen Flug gebraucht hat? Ja, es war wirklich so. Von 1976 bis 2003 konnte man in Überschallgeschwindigkeit von London nach New York reisen. 3 Stunden Flugzeit, 2400 Kilometer pro Stunde, modernste Technik. Das alles war die Concorde, das schnellste Passagierflugzeug aller Zeiten. Sie war ein Symbol für Eleganz, Klasse und den technischen Fortschritt. Aber dann, 2003, war plötzlich alles vorbei. Unsere heutigen Flugzeuge sind wieder genauso schnell wie vor 40 Jahren schon. Was ist also passiert? Die Concorde, seit 31 Jahren im Einsatz, ist eines der spektakulärsten Passagierflugzeuge der Welt. Überschallgeschwindigkeit. So wird die Geschwindigkeit von Objekten genannt, die sich schneller bewegen als der Schall. Nachdem die Propeller an Flugzeugen in den 30er Jahren erstmals durch Strahltriebwerke ersetzt wurden, läuteten diese ein neues Zeitalter in der Luftfahrt ein. Durch die neue Technologie waren zuvor undenkbare Geschwindigkeiten plötzlich möglich. 1947 schaffte es ein Pilot zum ersten Mal schneller als der Schall zu fliegen. And he does it. The first human to crack the sound barrier. Auch wenn dieser neuartige Jetantrieb zunächst nur für Militärzwecke entwickelt wurde, dauerte es nicht lang, bis auch die ersten zivilen Düsenflugzeuge konstruiert wurden. Es war ein gigantischer technologischer Durchbruch. Innerhalb weniger Jahre konnten die Flugzeiten um ein Vielfaches verkürzt werden. Und alles schien so, als ob die nächste Revolution genau vor der Tür stand. Überschallgeschwindigkeit. Während bereits viele Militärmaschinen in Überschallgeschwindigkeit flogen, hatte man es bisher noch nicht geschafft, ein Passagierflugzeug zu entwickeln, welches diese hohen Geschwindigkeiten erreichen konnte. Würde man es aber schaffen, Linienflugzeuge in Überschallgeschwindigkeit fliegen zu lassen, wäre das der nächste große Durchbruch. Genauso wie die Strahlflugzeuge einige Jahre zuvor, würden Überschallflugzeuge die gesamte Luftfahrt revolutionieren. Also kam es zu einer Art Wettrennen. Wer könnte als erstes ein ziviles Überschallflugzeug entwickeln? Die Sowjets, die Amerikaner, die Briten, die Franzosen, alle waren dabei. Und während die Amerikaner das Projekt frühzeitig abbrachen, beschlossen die Briten und die Franzosen, ihre Kräfte zu bündeln. Ein paar Jahre später war es dann soweit. Großbritannien und Frankreich präsentierten gemeinsam die Concorde. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Die Form war genauso praktisch wie elegant. Durch die einzigartigen Flügel konnte der Luftwiderstand minimiert werden. Das markante Cockpit der Concorde konnte beim Start- und Landeanflug abgesenkt werden, um den Piloten trotz der steilen Neigung eine klare Sicht zu ermöglichen. Und sobald die Concorde erstmal in der Luft war, war alles noch umso beeindruckender. Sie flog mit einer Geschwindigkeit von bis zu 2400 Stundenkilometern. Das ist schneller, als die Erde sich dreht. Die Concorde flog so hoch, dass man die Erdkrümmung aus dem Fenster bewundern konnte. Noch vor der Inbetriebnahme 1976 wurden über 70 Bestellungen der Concorde von allen möglichen Airlines vorgenommen. Pan Am, Lufthansa, jeder bestellte die revolutionären Flugzeuge. Und man ging davon aus, dass bald umso mehr Bestellungen folgen würden. Aber dann, 2003, war plötzlich alles vorbei. 3 years later, British Airways and Air France announced they'd be permanently grounding the famous aircraft. But of course, it was a hugely controversial aircraft. It was controversial when they retired it. Die Sache, die mich immer an dieser Geschichte verwundert hat, ist, wieso scheiterte die Concorde? Alle Passagiere und die neuen Besatzungsmitglieder. Wir hatten diese Flugzeuge, die in zweifacher Überschallgeschwindigkeit fliegen konnten, die Flugzeit halbieren konnten, aber hörten einfach auf, sie zu nutzen. Ich meine, es ist so, als ob die Zukunft da gewesen wäre und dann war sie einfach wieder weg. Stattdessen fliegen wir wieder mit den normalen Flugzeugen, die seit 40 Jahren gleich langsam geblieben sind. Oder seid ihr schon mal mit einem Überschallflugzeug geflogen? Was ist also passiert? Nun, es gibt leider nicht die eine einzige richtige Antwort auf diese Frage. Die Realität ist wie immer etwas komplizierter. Es gibt eher sowas wie ein Puzzle an ganz vielen kleinen Gründen, die, wenn man sie zusammenlegt, das Scheitern der Concorde erklären werden. Habt ihr das Geräusch gehört? Ziemlich unangenehm, oder? Das ist der sogenannte Überschallknall. Laute Geräusche, die entstehen, wenn ein Objekt in Überschallgeschwindigkeit fliegt. Etwas, was die Anwohner, die unter den Flugstrecken der Concorde lagen, natürlich nicht so wirklich cool fanden. Der normale Fluglärm ist bereits für viele Menschen unerträglich, aber die Concorde war ungefähr doppelt so laut wie ein normales Flugzeug und dann erzeugte sie auch noch besagte Überschallknalle, was die tatsächlich möglichen Routen der Concorde erheblich einschränkte. Beispielsweise war so eine Route von New York
York nach L.A. einfach nicht möglich. Aber das war nur ein Faktor, der eine Rolle spielte. Das Hauptproblem lag nämlich nicht in der Lautstärke der Concorde, sondern einfach in der Wirtschaftlichkeit. Als das Flugzeug in den 60er Jahren entwickelt wurde, waren die Treibstoffkosten relativ gering. Aber ausgerechnet in den 70er Jahren, kurz bevor die Concorde an den Start gebracht wurde, kam es zur großen Ölkrise. Die Preise schossen durch die Decke. 1973, die erste Ölkrise. Weltweit wurde Energie knapp und teuer. Eine Concorde, die das Vielfache an Treibstoff eines normalen Flugzeuges verbrauchte, würde sich von nun an niemals rentieren können. Das führte dazu, dass so gut wie alle Fluglinien, die das Flugzeug bestellt hatten, ihre Bestellung von 1973 an cancelten. British Airways und Air France waren die einzigen Fluglinien, die die Concorde tatsächlich in Betrieb nahmen. Und sie waren ja quasi dazu gezwungen, da Frankreich und Großbritannien das Flugzeug zusammen entwickelt hatten. Statt der geplanten 70 bis 200 Concordes wurden letztendlich nur 14 Exemplare in Betrieb genommen. Die Vision von Überschallflugzeugen für die Massen war gescheitert. Also wurde die Concorde zum Prestigeprojekt für die Reichen und Schönen, denn nur die konnten es sich jetzt noch leisten, mit dem teuren Flugzeug zu fliegen. Teils lag der Preis pro Flug bei $12.000. Mit nur 128 Plätzen an Bord waren diese Preise aber auch notwendig, um die hohen Kosten halbwegs kompensieren zu können. Und auch wenn die Concorde es tatsächlich schaffte, so für eine Zeit lang profitabel zu sein, sollte ein Vorfall das Schicksal des Überschallflugzeuges schlussendlich besiegeln. Das Concorde-Überschallflugzeug, das sie auf den Weg zu einer Kreuzfahrt bringen sollte, stürzte kurz nach dem Start in Paris ab. Pilot hatte offenbar im letzten Moment versucht, die Maschine zu stabilisieren. Am 25. Juli 2000 stürzte eine Concorde des Air France-Flugs 4590 kurze Zeit nach dem Start ab. Die Concorde wurde darauf aus dem Verkehr genommen und diverse Sicherheitsmaßnahmen mussten an den Flugzeugen vorgenommen werden. Erst über ein Jahr später wurde der Linienbetrieb wieder aufgenommen. Das war kurz nach den Anschlägen vom 11. September. Der 11. September 2001 führte zu einem Einbruch im weltweiten Flugverkehr, was für die Concorde dann langsam aber sicher das Ende bedeutete. Auch die reichen Fluggäste kamen nicht mehr. Die Kosten waren einfach zu hoch und die Maschinen wurden langsam zu alt. Taking off into a New York sunrise, BA-002, the last supersonic passenger flight to cross the Atlantic. Am 26. November 2003 landete die Concorde das allerletzte Mal in ihrer Geschichte. Also, was jetzt? War alles umsonst? War der Überschallflug für Passagiere nichts als eine falsche Hoffnung? Naja, die Zukunft wird's zeigen, denn es gibt durchaus eine Reihe an Unternehmen, die weiterhin an Überschallflugzeugen arbeiten. Teils in Form von Privatjets, teils in Form von Linienflugzeugen. Aber die Tatsache ist auch, dass bis heute, 20 Jahre nach dem letzten Concorde-Flug, immer noch kein neues ziviles Überschallflugzeug in Betrieb genommen wurde. Denn egal wie revolutionär oder futuristisch etwas ist, am Ende des Tages sind wir alle hier, um Geld zu machen. Das mag einem zwar nicht gefallen, ist aber nun mal das System, in dem wir leben. Wenn es ein Unternehmen nicht schafft, Überschallflugzeuge profitabel zu gestalten, dann wird es auch keine Überschallflugzeuge geben. It wasn't that the technology didn't work, it was that the economics didn't work. It was simply too expensive for enough people to afford to fly. Die Concorde gilt als besonders umweltbelastend. It was all about economics. It was at a time when air travel was declining. Die Belastung durch Abgase liegt ungefähr viermal höher als bei der Boeing 447. Das alles hat dazu geführt, dass seit 2003 niemand mehr mit der Concorde reist. Der Champagner wird nicht mehr ausgeschenkt, eine Reise von New York nach London dauert wieder 7 Stunden. Heutzutage kann man die Flugzeuge nur noch an einem Ort bewundern, in Museen. Die Concorde ist zu einem Relikt der Vergangenheit geworden, dabei wirkt sie bis heute wie ein Flugzeug aus der Zukunft. Irgendwie ironisch. Okay, das war's mit der Concorde Story. Ich hoffe, ihr fandet es irgendwie interessant. Ich wollte mich auch zum Schluss noch einmal für 50.000 Abonnenten bedanken. Das ist eine super crazy Zahl. Ich hätte das niemals gedacht. Also, falls ihr den Channel noch nicht abonniert habt, abonniert gerne und folgt mir auf Instagram. Wir sehen uns beim nächsten Mal.